Bunte Kostüme, heiße Rhythmen. Das ist Samba-Flair mitten in London. Der Karneval von Notting Hill zieht durch den gleichnamigen Stadtteil der britischen Hauptstadt. Es ist eines der größten Straßenfeste Europas, zu dem 1 Million Besucher strömen. In diesem Jahr wird der bunte Umzug von einem großen Sicherheitsaufgebot begleitet. 6.500 Polizisten sind unterwegs. Nach den gewalttätigen Ausschreitungen vor 3 Wochen sieht sich die Polizei zu massiver Präsenz veranlasst. Die Teilnehmer zeigen Verständnis. Ich denke, es läuft gut. Sie sind nicht aufdringlich und sehen ganz entspannt aus. Sie reden freundlich mit den Leuten. Es ist gut, dass sie hier sind. Sie machen keine Probleme. Deshalb habe ich auch kein Problem mit ihnen. Die Polizei nutzt ihre Erfahrungen aus den Straßenkrawallen. Wir sehen uns Seiten in sozialen Netzwerken an. So bekommen wir Informationen darüber, was die Leute denken und was sie vielleicht beim Karneval vorhaben. Wir hatten einige Hinweise auf geplante Ausschreitungen. Das haben wir bei unseren Planungen berücksichtigt. Wirklich eingreifen muss die Polizei nicht. Der Karneval zieht ohne Zwischenfälle durch die Stadt. Viele Teilnehmer wollen bewusst ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Wunderbar, keine Gewalt. Die Stimmung ist großartig. Sehr entspannt, sehr gute Stimmung. Alle feiern zusammen und niemand interessiert sich für die Nationalität der anderen. Wirklich gute Stimmung. Und so wird es ein friedliches Fest. Die Besucher haben ihren Spaß und ziehen weiter tanzend und jubelnd durch die Straßen.